Ja, meine Damen und Herren, erstmal schönen guten Tag von mir. Vier Themen werde ich ansprechen. Das erste ist die Euro-Krise, wie wir sie bewerten, wie wir damit umgehen wollen. Zweitens werde ich Stellung nehmen zur Debatte um Libyen und den Außenminister in diesem Zusammenhang. Ich werde was zur Mindestrente sagen und zu dem, dass Frau von der Leyen diese Vorschläge ablehnt und einige Informationen zu unserer Sitzung des geschäftsführenden Vorstands geben, die zurzeit noch läuft. Als erstes zur Euro-Krise. Das, was wir da erleben, ist ein Schauspiel, in dem deutlich wird, dass die Bundesregierung mit dieser Krise nicht fertig wird und dieser Krise nicht gewachsen ist. Die Leute machen sich Sorgen um ihr Geld, das zu Recht. Die Stabilität des Euros ist äußerst gefährdet. Und der Verbleib der Steuergelder ungewiss. Schwarz-Gelb hat diese Krise nicht verstanden und kann deshalb auch keine vernünftigen Lösungen für diese Krise anbieten. Ökonomisch handelt es sich bei dieser Krise, und da sind wir uns vollkommen einig mit Heiner Flassbeck, im Kern um eine Lohnkrise bzw. um eine Verteilungskrise. Ich möchte das mit einigen Daten untermauern. Wir erlebten in den letzten Jahren mit dem Kernsatz, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, ein dramatisches Sinken der Löhne. Die Löhne haben in vielen Staaten mit der Produktivität nicht mehr Schritt halten können. In der Bundesrepublik sind sie real gesunken. Ich habe das nochmal ausgerechnet. Hätten wir noch die Lohnquote des Jahres 2000, hätten wir im Jahre 2008 eine Lohnsumme von 131,9 Milliarden höher gehabt, als sie jetzt ist. 131 Milliarden Euro mehr Verteilung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich weise darauf hin, das wären unter anderem fast 30 Milliarden mehr Lohnsteuer, es wären fast 5 Milliarden mehr für die Sozialversicherungssysteme, es wären 60 Milliarden mehr Nettolöhne. Summiert man die Umverteilung durch die Sinken der Lohnquote des Jahres 2008, von 2000 bis 2008, dann ergibt sich eine Summe von knapp 600 Milliarden Euro, die den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Kaufkraft fehlen. Warum ist das ein Problem oder warum hat das was mit dieser Krise zu tun? Weil natürlich dieser Entzug von Kaufkraft auf der einen Seite zu mehr Geld für die Spekulanten auf der anderen Seite geführt hat und das natürlich letztendlich zu diesen Verwerfungen, die wir ökonomisch erleben, geführt hat. Nutznießer dieser Umverteilung waren zuerst die Unternehmen, die großen Unternehmen und dann die Banken, die mit diesen riesigen Summen an den Finanzmärkten spekuliert haben. Im Ergebnis wird der Realwirtschaft immer mehr Geld entzogen und in die Finanzmärkte gepumpt. Die Entfesselung dieser Finanzmärkte, die nicht vorhandene Regulierung führt eben dann dazu, dass die Realwirtschaft abgewirtschaftet wird, die Realwirtschaft gedämpft wird oder, wie man in Japan sieht, geradezu ruiniert wird. Wir haben dort Stagnation, Depression und Deflation und eigentlich keine Möglichkeit, wie man dort wieder rauskommt. Was wäre die Lösung? Die Lösung wären steigende Masseneinkommen, und zwar gewaltig steigende Masseneinkommen. Sie wären der Schlüssel für mehr Nachfrage, für mehr Investitionen, für mehr Steuereinnahmen und für mehr wirtschaftliche Dynamik. Was jetzt als Euro-Rettung verkauft wird, läuft genau auf das Gegenteil hinaus. Es läuft deshalb auf das Gegenteil hinaus, weil den Staaten mit dem, was ihnen an Regulierung verordnet wird, an Auflagen gemacht wird, das Gegenteil von dem passiert, was notwendig wird. Die Masseneinkommen werden weiter geschwächt. Die Entwicklung, die ökonomische Entwicklung wird weiter ruiniert. Sie sehen das an Griechenland sehr deutlich. Und damit wird ein Kreislauf in Gang gesetzt, der im Ergebnis immer wieder dazu führt, dass das nächste Programm aufgelegt wird, das nicht reicht, das nächste Programm aufgelegt wird, das auch nicht reicht. Und in der Bundesrepublik Deutschland fragt sich natürlich der Steuerzahler, ist das ein Fass ohne Boden? Und solange man die Ursachen nicht bekämpft, wird es auch ein Fass ohne Boden sein. Und deshalb lehnen wir das, was da gegenwärtig abgeht, in dieser Form auch ab, beziehungsweise können dort unsere Zustimmung nicht dazu geben. Das zweite Teil dieser Euro-Krise ist letztendlich eine Krise der Demokratie. Warum? Weil die Menschen, inzwischen auch konservative Politiker, den Eindruck gewinnen, dass offensichtlich nicht mehr demokratisch gewählte Vertreter die Geschicke
der Länder die Geschicke der Politik bestimmen, sondern dass sie dominiert werden von relativ anonymen Gruppen, die über die Finanzmärkte herrschen und die Finanzmärkte letztendlich dominieren. Und das bedeutet, dass wir nicht mehr demokratische Zustände haben, sondern dass letztendlich tatsächlich die Gelder bewegen, die Demokratie beherrschen. Das ist letztendlich auch der Beweis dafür, dass ungeregelte Finanzmärkte, dass ein Finanzmarktkapitalismus und demokratische Zustände nicht zusammenpassen. Demokratie und Finanzmarktkapitalismus schließt sich gegenseitig aus. Letztendlich wird ein Vernichtungskrieg geführt gegen höhere Löhne, gegen Renten, gegen Sozialleistungen, gegen das Bildungssystem, gegen das Gesundheitswesen. All das soll zusammengestrichen werden, damit letztendlich die Staaten in die Lage versetzt werden, weiter Wucherzinsen zu zahlen an die Finanzmärkte. Das ist der Kern, wo wir sagen, die Demokratie wird mit dem, dass die Finanzmärkte nicht an die Kette gelegt werden, letztendlich abgeschafft werden. Im Ergebnis fürchten wir auch ein Aufkommen rechtsradikaler Bewegungen, denn die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger macht sich dann auch in Vorstellungen Luft, die letztendlich sehr national geprägt sind. Wir weisen auf diesen Umstand mit allem Nachdruck hin. Welche Vorschläge haben wir? Der erste Vorschlag ist eine öffentlich-rechtliche Neuordnung des Bankenwesens. Die Alternative zu dieser rechtlichen Neuordnung im Sinne der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist, dass letztendlich die Banken den Staat privatisieren. Wenn nicht wir wieder Eingriff und Zuständigkeit auf die Finanzwelt gewinnen, letztendlich die Regulierung des Finanzmarktes und die Vergesellschaftung dieser Positionen hinkriegen, dann wird es umgekehrt laufen, dann werden die Banken tatsächlich die Staaten privatisieren. Das ist das, was wir zurzeit erleben, weil die Bürgerinnen und Bürger Europas in Geiselhaft genommen werden für die Gewinne, die weiter im Finanzsektor gemacht werden sollen. Dazu gehörten entschlossene Regulierungsschritte, zum Beispiel die Ächtung dieser finanziellen Massenvernichtungswaffen, die nach wie vor in allen Ländern erlaubt sind, ohne dass es tatsächlich ernsthafte Bemühungen gäbe, bestimmte Produkte von den Finanzmärkten zu nehmen. Zweitens, es ist notwendig, dass man die Staatsfinanzierung von den Finanzmärkten entkoppelt. Wir schlagen dazu vor, dass wir eine Eurobank für öffentliche Anleihen organisieren, bei der sich Staaten zu vernünftigen Zinsen Geld borgen können. Das ist deshalb sehr wichtig, weil wir zurzeit erleben, dass die Banken die Staaten mit ihren Wucherzinsen abwürgen. Und immer dann, wenn ein Land Finanzierungsprobleme seines Staatsfinanzen hat, dann passiert eben, dass die Zinsen dort noch gewaltiger steigen, als sie vorher schon gestiegen sind, und die wirtschaftliche Entwicklung weiter abgewürgt wird. Und genau das wollen wir mit unseren Vorschlägen verhindern. Auch wir sind im Übrigen für Auflagen, wenn Staaten geholfen werden soll. Wir haben allerdings andere Vorstellungen, wie diese Auflagen aussehen. Wir sind nicht für die Zerschlagung der Sozialsysteme, wie das gegenwärtig von Frau Merkel als Übertragung des Modells Deutschlands propagiert wird, sondern wir haben die Vorstellung, dass solche Rettungsaktionen voraussetzen, dass die Rüstungsausgaben dieser Staaten gekürzt werden, dass die Besteuerung der Vermögenden erhöht wird, dass die Besteuerung höherer Einkommen in Angriff genommen wird und damit auch die Staaten in die Lage versetzt werden, ihre eigene Einnahmenseite zu stärken, ohne ihre eigene Ökonomie abzuwürgen. Drittens, wir müssen das Lohndumping durchbrechen. Es gibt im globalen Maßstab keine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Global können wir nur immer in dieser Welt exportieren. Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ist immer nur eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Staaten. Und wenn die Bundesrepublik Deutschland ihre Wettbewerbsfähigkeit ganz besonders erhöht, dann ist es zum Nachteil der anderen, den letztendlich dann wieder die Steuerzahler ausgleichen müssen, weil wir eben in einer Welt, in einem Europa, in einer Währung leben. Diesen Zustand wollen wir durchbrechen. Wir brauchen deshalb eine europäisch koordinierte Lohnpolitik nach dem Maßstab einer gleichmäßigen Entwicklung der Lohnstückkosten. Das ist die Voraussetzung für eine einigermaßen vernünftige, gleiche Entwicklung. In der Bundesrepublik Deutschland müssten die Löhne 10 bis 15 Jahre über dem EU-Durchschnitt steigen, um die Paritäten, die wir durch
Lohnsenkung durch Sozialabbau in der Bundesrepublik Deutschland durchgesetzt haben, zum Nachteil aller anderen Staaten, um diese auszugleichen. Wir sind durchaus bereit, als Linke über gemeinsame Initiativen zur Euro-Stabilisierung zu reden, aber eben nur unter der Bedingung, dass über Bankenregulierung, Beendigung des Zinswuchers und Durchbrechung dieses Lohndumpings geredet wird. Sonst wird der Euro aus unserer Sicht auch nicht zu halten und in seiner Gänze, in seiner jetzigen Form auch nicht zu retten sein. Zweites Thema: Libyen und Westerwelle. Also wir sehen an dieser Debatte eigentlich eine Verschiebung von Werten in der Bundesrepublik Deutschland. Von Westerwelle wurde ein Bekenntnis zur NATO-Kriegspolitik eingefordert. Mit Erfolg. Konsequenz ist, dass offensichtlich in Deutschland kein NATO-Krieg mehr ausgelassen werden darf, wenn es nach den Unions-, FDP-, Grünen- oder SPD-Politikern geht, die in dieser Frage offensichtlich die Oberhand gewinnen. Die Beteiligung an NATO-Kriegen wird damit zur Staatsräson erhoben. Das ist für uns nicht akzeptabel. Wir machen das auch nicht mit. Wir halten nach wie vor, Krieg führt kein Mittel der Politik, und halten an Willy Brandts Vermächtnis fest. Ich erinnere, er sagte, Krieg ist nicht die Ultima Ratio, sondern die Ultima Irratio. Und wir haben keinen Grund, von dieser Position abzuweichen. Bei allen Parteien außer den Linken macht sich fast schon eine Selbstverständlichkeit breit, dass man sich an Kriegen, egal wo sie stattfinden, beteiligt werden soll. Die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ist in dieser Frage anderer Auffassung. Ich erinnere an die deutliche Ablehnung des Afghanistan-Engagements. Trotzdem, wir freuen uns selbstverständlich darüber, dass Gaddafis Tage als Diktator gezählt sind. Das ist gut so. Libyen ist zu wünschen, dass es sich auf einen Weg zu einer friedlichen und demokratischen Transformation befindet. Das ist aus unserer Sicht allerdings noch unsicher. Sicher ist dagegen, dass kriegerische Interventionen keinen Beitrag zu friedlichen Revolutionen leisten können. Das zeigt sich auch in Libyen. Im Übrigen, es ist dann natürlich zu fragen, wenn man solche Einsätze so befürwortet, warum man nicht sofort auch in anderen Ländern in dieser Gegend interveniert, wo die Zustände auch nicht anders sind. Mit welchem Maßstab will man eigentlich künftig dort handeln? Zur Debatte um die Mindestrente. Heute wird gemeldet, dass Arbeitsministerin von der Leyen eine Mindestrente im Kampf gegen die Altersarmut ablehnt. Diese Haltung ist absolut absurd und auch nicht nachvollziehbar. Ich möchte darauf hinweisen, dass wer das Rentensystem retten will und wer Altersarmut verhindern will, selbstverständlich über die Grundsätze dieses Rentensystems reden muss und Änderungen herbeiführen muss, weil offensichtlich ist, dass so wie es gegenwärtig das Rentensystem organisiert ist, es zwei Elemente nicht mehr erreicht. Sie erreicht nicht mehr eine einigermaßen armutsfeste Rente im Alter und sie erreicht schon gar nicht mehr den Lebensstandardsicherung im Alter. Das ist mit dem gegenwärtigen Rentensystem nicht mehr zu erreichen. Wir wissen, die reale Kaufkraft der Renten ist in den letzten zehn Jahren um rund 7% gesunken. Das heißt, die Rentner wurden massiv von der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt. Wenn heute über Aufschwung geredet wird, für die Rentner war es keiner. Wer weniger als 10 Euro pro Stunde verdient, dem droht im Alter eine Rente unterhalb der Sozialhilfe. Das ist inzwischen jeder Fünfte, der in eine Vollzeitbeschäftigung vorher war. Der Abstand zwischen der durchschnittlichen Rente für langjährig Versicherte und dem Sozialhilfeniveau hat sich seit 1995 mehr als halbiert. Durchschnittliche Erwerbsminderungsrente liegt bereits unterhalb der Sozialhilfe. Nach Schätzungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands wird die Durchschnittsrente 2020 unter das Niveau der Sozialhilfe sinken. Die Rentenansprüche im Osten sind seit 1991 um ein Viertel gesunken. Wer jetzt den grundlegenden Handlungsbedarf leugnet, hat nicht verstanden oder akzeptiert und nimmt hin, dass auf Deutschland eine Welle der Altersarmut zurollt. Ich denke, Frau von der Leyen macht hier den Kohl. Sie will das Thema aussitzen, das wird ihr nicht gelingen. Wir werden nach wie vor als Linke genau dieses Thema treiben und werden darauf hinweisen, dass Menschen in diesem Lande, insbesondere die, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, einen Anspruch auf ein einigermaßen vernünftiges Leben auch nach Arbeit haben. Und das ist offensichtlich nicht mehr im Interesse der jetzigen Bundesregierung. Wer wie die Bundesregierung die Ersetzung der gesetzlichen Rente durch Finanzmarktprodukte wie Riester, Rürup oder Ähnliches praktizieren will, der verkennt. Wer die Rente über die Finanzmärkte organisieren will, der kann auch Kinderkrankenhäuser auf dem Ätna bauen.
das haut auf Dauer nicht hin und birgt große, große, große Risiken. Wir brauchen eine grundsätzliche Rentenreform mit einer neuen Rentenformel. Die Rente muss wieder mit den Löhnen steigen und wir brauchen eine gesetzlich geregelte Mindestrente. Wer ein Leben lang eingezahlt hat, darf nicht mit Sozialhilfe im Alter abgespeist werden. Das ist unsere Grundbotschaft. Wir wollen, dass niemand im Alter weniger als 850 Euro pro Monat hat. Wir wollen eine andere Finanzierung des Rentensystems, nämlich die Umstellung auf eine erwerbstätigen Versicherung. Wir wollen die Umwidmung von Subventionen für die private Altersversorgung in die gesetzliche Rentenversicherung. Wir haben dieses Thema auf unserer Klausur ausführlich besprochen und werden in den nächsten Wochen ein eigenes Konzept als Impuls für die Debatte vorlegen. Zum Schluss noch einige Bemerkungen, nur ganz kurz zum geschäftsführenden Parteivorstand. Es war wie auch unsere Klausurtagung äußerst sachlich und geprägt von inhaltlichen Debatten. Es gab in keiner Weise irgendeine Querele, sondern es gab schlichtweg die Einschätzung und die Sichtweise, sich zu konzentrieren auf die Inhalte, die wir auch schon auf der Fraktionssitzung besprochen haben. Es gab die Konzentrierung auf die Wahlkämpfe, in denen wir uns mittendrin befinden. Zweites Thema, wir haben unseren Parteitag vorbereitet und als Schwerpunkt natürlich festgestellt, dass wir nun nach diesen Wahlen uns um unser Programm kümmern werden und dass wir deshalb natürlich alle Schwerpunkte und alle Debatten darauf richten, eine schöne Debatte auf diesem Parteitag, eine durchaus kontroverse Debatte auf diesem Parteitag zu Inhalten des Programms, aber dann auch mit einem guten Ergebnis, mit einer großen Zustimmung für unser Programm hinkriegen wollen. So viel von meiner Seite zu